Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Rose Fröhlich. Heute wieder mit einem echten Patientenfall aus der Praxis von mir. Also Thema Heißhungerattacken, ständige Heißhungerattacken. Was kann ich dagegen tun? Was macht ihr falsch? Also lasst ein Plus da, denkt an das Abo, je nachdem wo ihr mich hier seht. Also ich verrat's euch, was da los ist. Heißhungerattacken entstehen immer dann, wenn ich längere Phasen habe, wo nicht gegessen wird. Das kann bei manchen Patienten längere Phase schon 2, 3 Stunden sein. Wenn ich mehr Energie verbrauche in diesem Zeitrahmen von 2, 3, 4, 5 oder 6 Stunden, geht der Blutzuckerverlauf runter. Und es gibt Patienten, die das nicht gut vertragen, weil die dann Unterzuckerungssymptome kriegen mit Zittern, Unwohlsein, Schweißausbruch. Die führen dann dazu, wenn ich also sehr lange Phasen habe, wo ich nichts esse, dann habe ich zwar die Kalorien reduziert und vielleicht auch, lasse ja in der Regel das Essen weg und dadurch sozusagen vielleicht den Wunsch der Gewichtsveränderung, aber häufig führen die in einem späteren Intervall, also im Laufe des Abends zum Beispiel, wenn mehr Ruhe einkehrt, dazu, dass die Heißhungerattacken entstehen und dann sozusagen Süßkram, Naschkram, salzige Sachen, Chips, Schokolade und ähnliches auf den Tisch kommen. Gummitierchen höre ich ja auch ganz häufig. Warum ist das so? The brain, das Gehirn, braucht in der Regel 99% sozusagen gesunden Zucker. Das heißt, es braucht Energie, Glucose, damit es die Steuerungsfunktion für den Körper umsetzen kann. Und wenn an der Stelle nicht genügend tagsüber für das, was ihr an Kalorien verbraucht, für das, was an Bewegung und Sport und auch eurem Alltag, was ihr an Kalorien benötigt, nicht gegessen wird und die Abstände zu hoch sind, was ja viele machen mit 2 Mahlzeiten, 1 Mahlzeit, manchmal wird ja auch gar nicht gegessen, dann ist es so, dass das Gehirn irgendwann automatisch dazu kommen wird, dass es Zucker haben will. Und damit das dann schnell geht und die Muskelspeicher und Zellen überhaupt befüllt werden, ist es so, dass an der Stelle das Gehirn eine Rückmeldung gibt über die Symptome, Unwohlsein. Manche kriegen ja auch Kopfschmerzen, manche bekommen Schwindel. Manchmal hat man so ein Kribbeln in den Händen, was dann diese Unterzuckerungen sind. Und dann rutschen wir in Heißhunger rein. Am Ende nur, weil das Gehirn einfach einen Anteil an Energie haben will, um die Körperfunktion aufrechtzuerhalten. Also, was hilft dagegen? Essen einbauen. Das heißt, guckt, dass ihr gesunde Lebensmittel mit der richtigen Menge, kennt ihr ja aus dem Ernährungsmaß, die Portionsmengen anpasst. Wer mag, kann gerne Zwischenmahlzeit essen. Das heißt, nicht für jeden ist es immer gut, lange Nüchternphasen zu haben. Vor allen Dingen nicht dann, wenn ein Heißhungerattacken rutscht. Also, Essen nicht vergessen. Ich mache das auch. Ich bin ein Kandidat, der auch keine 3-2-Mahlzeiten, den kann mich gar nicht mehr konzentrieren, Leute, sondern ich bin jemand, der wirklich Frühstück, Mittag, Abendbrot, dann habe ich 2 Zwischenmahlzeiten, also manchmal so gegen 10, je nachdem, wann ich hoch bin, und Kaffeezeit, und ich esse in der Regel auch immer eine Spätmahlzeit, weil das für den Nachtverlauf, habe ich euch auch schon erklärt, für die Leberfunktion immer sinnvoll ist, wenn die Energie tatsächlich gegessen wird. Aber denkt dran, abonniert mich, liebe Grüße zu euch, Plusweg, und habt einen schönen Tag. Tschüssi!